Ich gehe jetzt weiter mit Yu-Gi-Oh! Ich habe ja letztes Mal nur das Tutorial gemacht. Das heißt, jetzt ist komplett alles neu für mich. Und ich sehe schon, man kann hier ein Duell machen und das PvP gegen alle möglichen Leute. Dann kann ich hier mein Deck erstellen. Ich habe gerade mein Starter-Deck bekommen. Das macht also nicht so viel Sinn. Dann hier ist wahrscheinlich das Solo-Game und der Shop. Machen wir mal Solo, ne? Solo geht's weiter. Zum Solo-Modus. Enthülle die versteckten Geschichten in den Karten und duelliere dich mit Decks, die ihr Potenzial entfalten. Lerne, wie man jedes Deck steuert, sowie die Besonderheiten an ihren Strategien. Okay. Zum Solo-Modus, so wie du alle Belohnungen in einem Tor erhalten hast, aktualisiert sich sein Status zu abgeschlossen. Falls du noch Belohnungen übrig hast, steht dort geschafft. Ein Symbol für gesperrte Kapitel wird auf dem Torbanner angezeigt, solange es noch Kapitel freizuschalten gibt. Okay. Also, Tutorial habe ich abgeschlossen. Dann geht es jetzt weiter mit Duellstrategie. Ich verstehe. Also, man hat so eine kleine Kampagne, sage ich mal, die man durchspielen kann. Und dann geht es darum, Online-Battle zu machen. Und jetzt kann ich hier schon Duelle machen. Mein Deck. Oh, dann kriegt man Raigeki. Ist doch Raigeki, ne? Ja, übel gute Karte. Ich guck mal kurz, was mein Deck ist. Ob das Drachendeck ist, was ich bekommen habe. Wie man Decks bearbeitet. Erzeugung von Zellen und Karten. Ah, man kann Karten also auch quasi verkaufen. Okay, das ist mein Startdeck. Das ist aber nicht das Deck, was ich eigentlich spielen will. Ne? Das ist ja das, was ich ganz am Anfang hatte. Ich will mein Deck spielen, was ich bekommen habe. Deck wechseln. Macht des Drachen will ich spielen. Schimmerdrache. Heiliger Drache, Ragnarok. Boah, da habe ich Bock drauf. Ja, Mann, das ist ein geiles Deck. Richtig schön Flashbacks. Ey, ich will aber Deck wechseln. Macht des Drachen. Deck auswählen. Deck wurde ausgewählt. Perfekt. So, dann kann ich jetzt spielen. Jetzt zeige ich euch mal, wie ein richtiger Yu-Gi-Oh!-Profi spielt. Boah, trägt weißen Drachen auf der Hand. Ja, das muss ich alles nicht wissen. So, wir müssen jetzt erstmal hier, was die Finsternis Hexversiegelte. Fusion? Ah, anstatt Fusionsmaterial. Okay, easy. Dring der Zerstörung. Okay, ich muss hier ein paar Sachen durchlesen. Okay, klar. Das ist der heilige Drache, den kann ich hier erstmal spielen. Axtdrache. Geändert. Okay, das auch chillig. Hof des Silbernen, wenn was Drachmanns in der Frisch oder so gewesen. Okay, auch easy. Und das? Das kann ich sowieso erstmal legen. Was machen Sie denn gegen LP? Okay, wie viel LP hat man immer? 8000. Okay, krass. Dann kann man den schon mal spielen. Beschwören. Er durfte anfangen, was ist das ein bisschen ärgerlich. Aber ich kann angreifen. Dann geht er zwar in Verteidigungsmodus, aber scheiß drauf. Ich habe nicht gesehen, was er gespielt hat, aber mein Monster ist weg. Aber es gibt noch eine zweite Main-Phase und da kann ich den direkt wiederholen. Also gleich. Ich wollte ihn nur legen. Obwohl, das war eh eine Blitzkarte, hätte ich auch aus der Hand spielen können. Wäre egal gewesen. Aber ich kann die gleich aktivieren. Ein offenes Monster, das ein Gegner sein LP. Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte gerne die andere Karte einsetzen. Kann ich nicht die einsetzen? Ich möchte das gerne beschwören. Ja, okay, dann mache ich auf jeden Fall das, weil wenn ich den Schaden sowieso bekomme, kann ich auch das Monster killen. Ach, der kriegt auch 1500 Schaden. Ja, das ist ja chillig. Krasse Fallenkarte. Schimmerdrache, chillig. Beschwören. Battlephase, Angriff.
Der hat geschmeckt. Ende. Was macht der? Ich wieder dran. Kaisergleiter habe ich, krass. Das kann ich eigentlich hier machen. Optionen. Hintergrundmusik, so wie Gartengröße, Vibration. Kette, ja, Schädigung. Okay, da muss ich mich. Oha. Animation brauche ich jetzt nicht unbedingt aus. Die Schritte der Battlephase werden angezeigt. Brauche ich nicht. Zähler Zuschauer, krass. Okay, das reicht so. Dann kann ich ja den im Prinzip, kann ich die Kamera mit dem Schiff an die Seite hat. Gelegt wird, wird damit aus dem Schiff. Okay, ich kann den auf jeden Fall beschwören. Ja, der kann nicht sterben, das ist doch gut. Nicht wahr? Aktiviere ich den noch, habe ich direkt zwei Monster. Kann ich mir den nämlich wiederholen. Ach, der kann nur normale normale Monster holen, oder? Kann das sein? Ein normales Drachenmonster, den konnte ich das andere nicht holen. Jetzt kann ich in ein Battle gehen. Damit einmal angreifen. Und dann damit. Fertig. Drachenflöte. Okay, ich habe Herr der Raddrachen gar nicht auf dem Feld. Deswegen ist gerade nicht so nützlich. Schwimmen wir mal noch den. Jetzt in die Battle-Phase. Greifen wir mal an. Na, wir haben gewonnen. Zack. Genau, das erste Game war ja easy. Ich komme auch langsam rein, muss ich sagen. Es lief doch ganz gut. Nächste. Raigeki, übel gut. Eigentlich muss direkt ins Deck rein. Raigeki ist richtig stark. Oh, Monster Reborn. Ey, das ist das doch legal. Raigeki kommt rein. Und raus dafür kommt. Raus dafür kommt. Das brauche ich nicht. So, wollen wir spielen. Bin wieder als Zweiter dran. Gibt's ja wohl nicht. Oh, der Kind. Hä? Ach, das brauche ich doch alles nicht. Ich bin doch Kind Modo Drache. Falls ihr da auf den Friedhof gelegt wird, du kannst einmal zu dem Drache von deiner Hand beschwören. Und diesen Weg wieder mal so. Ah, der ist so gut. Und dann könnte ich den direkt holen, oder? Einfach nochmal gezogen, krass. Der ist so gut, den Dreh lege ich direkt. Der kommt direkt drauf. Und dann kommt direkt der weiße Drache. Japp. Ich möchte gerne einen weißen Drachen haben. Warte mal, kann ich mehrere? Angriffsposition. Zack! Geil. Kann in diesem Zug keinen Angriff deklarieren. Ist auch chillig, muss ich sagen. Setzen wir mal. Dann setzen wir noch einen Schimmerdrachen. Angriff. Wofür sind eigentlich hier diese beiden Felder in der Mitte? Voll komisch.
kenne ich gar nicht. Den und den. Wofür sind diese Felder? Weiß das jemand? Ende. Starker Winddrache. Was kann der? Die Hälfte Attacke in Höhe der Hälfte Grundattacke. Oha, den holen wir für den Schimmerdrachen. Hat er dann 3000 irgendwas? Geil. Battlephase. Der ist weg. Und Angriff. Aktiviere diese Karte nur während der Schadensberechnung im Spielzug deines Gegners. Der Kampfschaden, den du erhalten würdest, wird zu null. Ziehe eine Karte. Auch nicht schlecht. Legen wir mal. Den setzen wir mal. Dann geht es in den Angriff. Angriff. Final Blow. So ist es. Cool. Monster Reborn muss direkt ins Deck rein. Aber sofort. Was kriege ich hier? Pökelnder Hauptmann. Wenn diese Karte als normale Beschwörung beschworen wird, du kannst eine Karte von deiner Hand ins Deck mischen, dann ziehe eine Karte. Dann kannst du sie als Spezialbeschwörung beschwören, falls ein Monster ist. Cool. Nicht schlecht. Kann man sich ein Deck mit aufbauen. Ja, der kommt aber sowas von rein. Und dafür kommt raus nochmal dieses Schweinscheiß. Ja, fertig. Änderung speichern und zurückkehren. Und spielen. Geht's ihm gut? Hat der da alles liegen? 200 Attacke, 200 Attacke, 300 Attacke und nur Sorgen. Alter, was macht der? Abbrechen. Abbrechen, scheiß ich drauf. Ein Monster ist mir egal. Nein! Ja, möchte ich. Abbrechen. So, dann aktivieren wir mal. Dann geht sein scheiß Ding wieder zurück. Warte, eine Sekunde, ich mach den. Brauche ich nicht. Geht weg. Der geht wieder weg. Tschö. Ich setz noch den hier. Angriff. Angriffsposition. Battle Attack.
Selbst wenn er den jetzt nochmal legt, dann lege ich meine Falle, dann ist er tot. Ja, wenn er angreift. Er greift wirklich an. Ciao mit dir. Ruf der Gejagten. Oh, das ist gut. Jetzt muss ich Glück haben mit dem, was ich ziehe. Sonst wird's eng. Nochmal Ring der Zerstörung. Bringt mir leider nichts. Ende. Wie viel hat der? 2,6. Ich kacke ab. Ja. Sag so wie es ist, wenn ich jetzt nicht Kaisergleiter ziehe oder irgendeine andere Opferkarte, habe ich verloren. Hoho, ich ziehe den auch noch. Rein da. Rein da. Attack. Boah, der hat sich gut angefühlt. Der hat sich gut angefühlt. Na klar, zieht er eine Monsterkarte. Aber 2-4. Und ich kann ihn einfach angreifen, weil ich sterbe nicht. Kann ich keinen Angriff deklarieren. Okay, legen wir, setzen wir mal. Dann Angriff. Und dann kann ich einfach angreifen. Und meiner stirbt nicht, aber seiner schon. Tschö. Ende. Abbrechen. 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 Boah, das nervt aber ein bisschen. Abbrechen. So, ein Drachenmonster kontrolliert. Jetzt wähle eine Zauberfänger für Spieler, das ist das sie ist gut, Finger, wir haben 5 von Schaden. So, das mache ich gerne. Einsetzen. Aktivieren. 200. 200. Machen wir den hin. Den 500 ab. Dann kann ich angreifen. Und fertig. Alter, der Kampf dauert schon was länger. Schimmerdrache, den setze ich. Battle, Kaiser, Einer. Geschafft. Final Blow. Chillig. Weiter geht's. Gucken, was man jetzt bekommt. Guck mal, da oben gibt's Praktik. Und Duell. Was ist denn Praktik? Oh! Leidig! Was mach ich? Let's go! Connecting? Bin ich jetzt online? Ach nö, nicht so ein Scheiß mit Synchro-Sachen. Das kann ich nicht. Probiere eine Synchro-Beschwörung aus, okay? Turn change. Man kann 7 für 2 mal schon durchführen, nicht nur eine. Okay, ich denke mal, das muss ich jetzt erstes machen. Ne? Doppelbeschwörung aktivieren. Aktivieren. Mit einer Doppelbeschwörung kannst du bis 2 normale Beschwörungen durchführen. Klar. Beschwöre 2 Monster, mache ich. Beschwören.
beschwören. Okay. Jetzt die Synchro-Beschwörung. Den. Wählen. Den. Und den. Angriff. Ah, die kommen dann, können auch da oben hin. Okay. Angriff. Angriff. Chillig. Chillig, chillig. Geschafft. Und gibt es jetzt gut Punkte. 600, echt gut. Wieder 600, gerne. Muss gleich mal gucken, wie viel so ein Deck, so ein Pack kostet. Ich weiß auch schon, welches Deck ich haben will. So, probiere eine XYZ-Beschwörung aus. Mache ich. Du kannst einfach nicht beschwören, nicht von deiner Hand beschwören, sehe ich andere Karte. Okay, jetzt erstmal den, okay. Das heißt erstmal welchen Goldenberg beschwören. Dann kann ich den anderen Aura beschwören. Aktivieren. Angriff. Und dann kann ich hier schon. Was ist das in seiner Spielfeldseite? Okay. Zwei, fünf, nehme ich den auf jeden Fall. Utopia. Erfolgreich. Dann greifen wir damit mal an. Battle-Phase und Angriff. Okay, schafft. Wieder 600. Das ist cool. Pendelbeschwörungen. Boah, das habe ich ja noch nie gehört. Das ist gar nichts für mich. Boah, zum Glück wird hier alles gesagt, was ich tun soll, weil ich hätte keine Ahnung. Bin ich early. Aktiviere eine Pendelbeschwörung als Zauberkarte. Ich habe keine Zauberkarte. P-Skala. Ich wäre außerdem ein Pendelmonster halt Zauberkarte. P-Skala. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Zwei Pendelmonster sind am linken und rechten Ende einer fallenden Zauberkartenzone. Probier eine Pendelbeschwörung aus. Pendel beschwören sie. Okay. Beide? Ich kann beide beschwören. Das ist ja komplett broken. Das hat ja nichts mehr mit Yu-Gi-Oh! Zu tun. Was ist das denn? Sag mir nicht, die bleiben auch für immer. Jetzt kann ich einfach angreifen damit. Ah ne, das fühle ich ja gar nicht. Das hätte, also das ist für mich kein Yu-Gi-Oh! Mehr.
Das ist nichts für mich. Nochmal 600. Ich komme sofort wieder. Eine Sekunde. Probiere eine Linkbeschwörung aus. Okay. Spezialbeschwörung von Link schlechter. Ich verstehe gar nichts mehr. Nichts verstanden. Gar nichts verstanden. Ne, das ist nichts für mich. Also Link und Pendel. Also das mit den Synchromonstern, das war ja schon kompliziert, aber das verstehe ich gar nicht. Und ich befürchte, genau gegen solche kranken Leute werde ich dann gleich kämpfen, ne? Hier in den Duellen. Also bin ich mal als Zweiter dran. Voll unfair. Oder? Ja. Erstmal die hier. Setzen. So, Fusionsansatz. Nimm diese Karte, also behandelt. Okay, beschwöre einen Fusionsmonster, Fusionsbeschwörung von deinem Extra-Deck und verwende dabei Monster, die du kontrollierst. Also, okay. Okay. Setzen wir erstmal den auf sicher. Und beenden unseren Zug. Nein. Soll er sich doch 800 abziehen? Na ey, geht mir das auf den Sack. Kaisergleiter. Rein da. Battlephase. Angriff. Ende.
Herr der Drachen. Was kann der eigentlich? Ich kann nochmal so zivilisierte Karten aktivieren. Mhm. Aber der hat 1200, das ist halt echt schlecht. Setz den mal. Und greif mal an. Wieso kommt seine ganz Monster wieder zurück? Ende. Was macht der? Hä? Und jetzt? Okay. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Battlephase. So reborn. Ja, jetzt hast du ganz viele Monster auf dem Feld, aber keins davon ist stark. Was bringt denn das? Verstehe es noch nicht so ganz. Beschwören. Battle. Angriff. Ach, es geht mir langsam mal um den Sack, dass alle wiederkommen. Angriff. Nochmal auf den. Ey, kommt der jedes Mal wieder? Angriff. Jetzt kommt er nicht wieder. Sehe ich irgendwo viele, wie viele Karten der noch hat? Weil ich habe das Gefühl, das wird lang dauern. Ein Angriff, 1500. Ein Angriff mit 100. Bringt er nochmal so ein, okay. Ich verstehe es noch nicht so ganz, den Sinn dieses Decks, was der da macht. Ich greife einfach an. Angriff. Ab die Post. Am Ende. Gar nichts mehr machen. Abbrechen. 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 Ja, das machen wir mal. Aktivieren. Machen wir die mal kaputt. Gehen wir in die Battle. Und greifen an. Ende. Nope. Kind, Moro, Drache. Das ist es. Battle. Ich weiß nicht, was ich hier noch kommentieren soll. Das ist halt echt ein bisschen...
Ohrring. Greift ihr jetzt mein Monster da unten an? Das wäre super für mich. Danke. Ja, bitte aktivieren. Zack, wählen, Angriff, let's go. Blauäugiger weißer Drache. Mit eiskaltem Blick. Was macht er jetzt? Aktivieren, aktivieren, aktivieren. Den. Wieso geht das nicht? Wieso kann ich den nicht aktivieren? Der hat noch 100! Behält dieser Scheißspiegel jetzt die ganze Zeit? 3000? Wir gucken erstmal, was hier drunter ist. Oh, was passiert jetzt schon wieder? Der ist nicht auch 3000. Ich kack komplett ab. Das war sein Ziel die ganze Zeit mit diesem scheiß Spiegelkack. Direkt. Du kannst dich angreifen. Tschö. Ich brauch eine bestimmte Karte. Ich kannte den Namen nicht, aber genau die habe ich gebraucht. Aktivieren und damit habe ich gewonnen. Chillig. War aber schon ein bisschen knapp. So, Verstärkung für die Armee, was kann die denn? Ich habe keine Krieger, scheiß drauf. Nächstes Duell. Spielen. Let's go. Kaisergleiter direkt auf der Hand, das freut mich. Was jetzt hier? Achte darauf, worauf soll ich achten? Deine Hand aufzufüllen, ja. To change. Wieso darf ich eigentlich nie als Erster? Ich finde das irgendwie gemein. Schimmerdrache, ab aufs Feld. Battle und Angriff. Oh Gott, was ist das? Ah, okay, Ende. Wiedergeburt kann ich noch für andere Monster gebrauchen. Da muss ich jetzt nicht extra den Schimmerdrachen wiederholen. Abbrechen. Das könnte jetzt wehtun. War gut, ne? Und was ich machen kann, ist jetzt Wiedergeburt. Ich kann auch seine holen. Egal, ich hole den Schimmerdrachen. Und dann beschwöre ich den Kaisergleiter. Zack, boom, bang, Battle, Angriff, ciao. Schwerfälliges Gewehrziel auf Deck. Ja, machen wir erstmal das hier, stampfende Zerstörung. Effekt aktivieren. Bestätigen. Ciao. Dann zurück zum Anfang. Fusionsersatz kann weg. Die kommt weg. Dann kann ich noch einen legen. Und dann habe ich gewonnen. Final Blow.
Genau 1500, als hätte ich es geplant. Es war chillig. Oh, das ist, glaube ich, gut. Nee. Nicht so gut. Was ist das denn? Fallgrube. Ich bin jetzt mal gespannt, was da kommt. Meine Hand ist schon wieder echt scheiße. Was kann der denn? Lanzen Drachonaut. Während eines Kampfes zwischen dieser angreifenden Karte und einem Monster in Verteidigungsposition, dessen Def niedriger sind als die Attacke dieser Karte, fügt deinem Gegner Kampfschaden zu. Okay. Das bringt hier erstmal nicht so viel. Ende. Okay. Den holen wir uns erstmal zurück hier. Angriff. Dann setzen wir noch den Angriff. Wieso sollte ich die aktivieren? Macht gar keinen Sinn. Battle. Und Angriff. Ende. Aber der hat gerade seine ganze Hand geopfert. Ich habe es gar nicht verstanden, was er da gemacht hat. Es war total lost. Gar nichts gebracht. Drachenflöte, bringt mir nichts. Ich drehe den Angriff und besiege den. Wie viel hat er noch? 1200. Nächste Runde ist er dran. Weißer Drache. Erstmal das. Weg damit. Ey, weg! Der darf die trotzdem noch einsetzen, das ist ja krass. Ich meine, ist egal, weil jetzt ist er eh hops, aber. Ist ja krass. Final Blow. Victory. Das war einfach, das Duell war einfach. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Jetzt kommt der Endboss. Begleiter Sangan, einmal erworben. Ach, das ist gar kein Battle mehr, sondern einfach nur abgeschlossen. Perfekt. Ein kleiner, dreieugiger Teufel, er überstand schwere Strapazen in der Dämonenwelt, der Unterwelt und dieser Welt. Gate clear. Chillig. Duellstrategie abgeschlossen. Gibt's nur so viel? Okay. Wir gucken jetzt mal ganz kurz in den Shop. Was ist das? Topics. Ein neues Structure Deck ist da. Eine Umfrage, da nehmen wir direkt mal teil, weil da gibt es nämlich 50 Edelsteine. Könnt ihr euch merken, immer schön. Hast du Spaß an Duellen? Klar. Ich verstehe es. Ich finde es gut. Bisschen zu viel. Ist okay. Ja, gut durchsuchen kann. Hält es schwer, die Phasen zu wechseln. Ja, das ist doof. Das könnt ihr echt easy einfacher machen. Spaß, ja komm, ey, ist doch scheißegal. Ich will doch nur die Dingens haben.
Fertig. 50 Juwelen. Duell live, Wartungshinweis, laufendes Angebot lasse ich nicht entgehen. Neues Zeugschuldeck, Duellpass. Boah, hier gibt es auch einen Duellpass. Wie geil ist das denn? Und wie schalte ich den frei? Grades. Was muss ich dafür tun? Was gibt es hier so? CP, okay. Bisschen Goldpass noch. Der geht bis 100. Oh, Top der Gier. Begleiter, okay. Finde ich ja nicht so geil. Antiker Antrieb, was? Ach, das ist nur ein Begleiter. Ist ja langweilig. Wer holt sich denn sowas? Der Duellpass würde 600 kosten. Der kostet 600 und man kann insgesamt 600 bekommen. Bildsturmset Aschenblüte. Also, ich muss erstmal gucken, wie kommt man denn in diesem Goldpass überhaupt weiter? Das ist überhaupt erstmal das Wichtigste. Da oben steht was von Mission. Alle Preise gleichzeitig nehmen. 2000. Alle Preise gleichzeitig nehmen. 3500. Neuntausend habe ich. Wie viel sind 9000? Das sind 180 Euro, Alter. Da kann man aber mal ein richtig krankes Pack-Opening machen, oder? Es ist nur die Frage, wie kommt man im Duellpass weiter? Wie kann man hier Punkte sammeln? Zum Shop. Oder wie? Ja, klar. Belohnungen. Im Duellpass Gold erhält man zwischen Belohnungen am Ende von Bild von. Du bekommst einen Kumpel für den Krückter Kier. Ich habe aber nicht so ganz verstanden, wie ich Punkte bekomme. Na, wir machen jetzt erstmal weiter solo. Das lief eigentlich ganz gut. Der absolute Monarch. Okay. Kann ich das auch überspringen? Skip. Was ist das? Okay. Möbius, der Megamonarch, ich erinnere mich.
Beschwöre Edea der Himmelsknappe und aktiviere seinen Effekt. Das machen wir doch mal. Beschwören. Ja. Noch eine Tributbeschwörung, okay. Cool. Beschwören. Japp. Und die drei Fallenkarten sind ciao. Weiß nicht, was passiert ist, aber gut. Da habe ich wohl gewonnen. Nicht wahr? Schon wieder so Kugeln. Als Belohnung. Wieso habe ich denn jetzt dieses Deck? Das will ich nicht, das Deck. Okay. 2000. Ja, ist ja auch mies, wenn man da halt diese Karten nicht hat, ne? Ich habe kein Stufe 8 Monster, das ist ja das Problem. Das ist das Problem. Ja, das ist ja mal ein Scheißdeck. Ich kann nichts machen. Die kann ich mal aktivieren. Das bringt ja nichts. Das bringt halt leider nichts.
Kann nichts machen, ne? Was ist das denn für ein Kackdeck? Ich nehme auf jeden Fall mein anderes Deck. Mein Deck. Spiel. Fertig. Hat kein Monster gesetzt. Ey, diese scheiß Drachenflöte gibt mir mal übel auf den Sack. Let's go. Ring der Zerstörung. Battlephase. Angriff. Hundertfünfzig hat er noch. Oh, dann besiegen wir den damit, ne? Tschö. So einfach kann das gehen, wenn man ein vernünftiges Deck hat. Delg, der finstere Monarch. Ziel. Skip. Was ist jetzt hier oben? Zum Store zurück. Möchtest du wirklich zum Store zurückkehren? Nö. Ich will hier weiter. Anzahl verwendet und Anzahl an Besitz. Aber wo kriege ich die her? Kann nicht freigeschaltet werden. Okay. Ah, guck mal, dann kommt hier mehr. Ist sehr spannend. Oha. Da hat man aber noch gut zu tun. Elementarkrieger. Nicht schlecht.
Elementarheld, Aquaman oder so. Glaive-Man. Glide-Man oder so. Glaylord. Weiß nicht mehr. Oh, da gibt es diese 150 Liter an. Pro 200. Elementar. Element. Was? Element Sabel Malo. Palast der Elementarherrscher. Aktiviere Palast der Elementarherrscher. Aktiviere. Nutze einen Effekt. Okay. Wählen. Durch. Alles klar, mache ich. Effekt aktivieren. Sieht ganz schön broken aus. Okay. Effekt aktivieren. Ich sollte auch Wasser machen, ne? Aber Wasser gibt's nicht. Nur Feuer. Gewonnen. Hab gewonnen. Heißt Duell. Aber nicht mit dem Leihdeck, mit meinem Deck. Steht das Leihdeck nicht. Sieht schlecht aus.
Langsam nervt's mich. Ey, wie oft hat er diese verkackte Scheißkarte? Ey, Mann, ich kann diese Karte. Ich. Oh Mann, 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 ey. Mann. Ich habe keine Ahnung, was er gerade gemacht hat, aber er sah wild aus. Er bringt mir leider auch gar nichts. Wir haben schon schöne Animationen gemacht, das stimmt schon. Schon ganz schön gemacht. Hoffentlich kann er sterben. Ja, sehr gut. Der starke Winddrache ist komplett OP. Final Blow! Mann, das hat aber lang gedauert, das Battle. Das kriege ich hier. Nein, Spiel? Aber es ist ein Szenario, ne? Skip. Skip. Nö. Brauche ich hier.
Von den gelben Dingern. Neue Toroption. Ruine, Ruin und Demise. Szenario. Was gibt's hier? Aber das kann ich auch sehen. Was bringt das denn? Das ist ja richtig schlecht. Also wieso die hier auch Zwang so eine Story reingemacht haben, das verstehe ich auch nicht. Hätten die wenigstens so eine Oldschool-Story machen sollen mit Yugi und Kaiba und so. Ach so? Ist auch eher langweilig. Ich krieg wieder 150 von den Lila, dann kann ich da oben das Gate aufmachen. Das ist gut. Ende der Welt. Aktiviere Ende der Welt und beschwöre Ruinkönig des Vergessens. Alles klar, mache ich. So ein Ritual-Deck finde ich auch immer ganz geil. Wenn man von der Hand einfach so ein 8-Sterne-Monster bringen kann. Okay, aktivieren. Nochmal angreifen. Ende. Na super. Nicht angreifen, ja. Zyklus der Welt soll ich machen? Okay. Krass. Für 2000 alles zerstören? Final Blow. Gehe ich direkt mal zurück. Sagen, die Musik ist ganz schön chillig im Hintergrund.
Aua. Boom! Feine Blau! Legacy Deck. Geil.
abgeschlossen.